Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geek Talk Daily. Heute am Dienstag, dem 19. November 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 737 und das mit den folgenden Themen. Stadia, Throne Tracker, Sync to Watch, Cortana Apps, Dezember Event und geklaute Accounts. Ich beginne gleich mit Stadia und das startet ja auch heute. Googles Spieledienst oder die Möglichkeit, Spiele zu spielen mit den neuen Kontrollen, besser gesagt vor allem auch dem neuen Dienst in der Cloud startet heute und zwar hat Google noch ein bisschen aufgestockt mit 22 Titeln, worunter Assassin's Creed, Odyssey, Grid, Metro Exodus, Rage 2 und so weiter ist. Wer es anspielen möchte, die iOS und Android App sind schon hier. Die Hardware wird ja nach und nach ausgeliefert für diejenigen, die den Controller sich bestellt haben. Und ja, es kann beginnen. Ich drücke Google mal die Daumen, dass sie es ohne große Stolpersteine schaffen werden und werde es sicherlich mit dem Jan zusammen in der nächsten Spielefolge Mitte Dezember darüber berichten. DJI, die bringen im nächsten Jahr eine Alternative zu ihrem Aeroscope oder zu der Aeroscope-App oder Möglichkeit von Tracking der DJI-Drohnen, welche auf Flughäfen, Gefängnissen und ähnlichen Orten eingesetzt wird. Damit soll man jedermann, also ein Privatmann und auch Polizei und so weiter, Drohnen tracken können, die in circa einem Kilometer Entfernung sind. Das Ganze funktioniert über WLAN und soll nicht nur mit DJI-Drohnen funktionieren, sondern generell soll es alle möglichen Drohnen anzeigen können, wo sie hinfahren, wie hoch dass sie fliegen etc. Das soll weiteren Regulierungen in der Drohnen Industrie entgegenwirken. Wir dürfen mal gespannt sein und ich freue mich schon, wenn ich dann irgendwo bin und mal ein bisschen rumschauen kann, was für Drohnen und vor allem von wem da Drohnen rumfliegen. Ein kleines Update, aber ein schönes Update gibt's für die Castro App. Das ist eine Podcatcher. Mehr dazu www.podcatcher.ch. Da findet ihr ein ausführliches Review dazu. Die haben ja ein Plus Abo, also da kann man ein bisschen Geld monatlich reinwerfen und zwar wirklich nur ein bisschen und bekommt tolle zusätzliche Features. Und mit dem Feature könnt ihr jetzt nicht nur automatisch die Playlist auch mit der Smartwatch abgleichen, sondern auch einzelne Folgen hochschieben. Sprich, die nächsten 10 Folgen, die ihr in der Queue habt, die ihr anhören möchtet, könnt ihr so auf die Uhr verschieben. Wenn ihr das Ganze mit den AirPods oder ähnlichen Bluetooth-Kopfhören verbunden habt, könnt ihr dann einfach ins Training gehen, das Telefon zu Hause lassen, Podcast über die Uhr anhören und später, wenn ihr wieder in der Nähe des Telefons sind, wird das Ganze synchronisiert oder zurücksynchronisiert und ihr habt immer den gleichen Stand. Finde ich ganz eine tolle Möglichkeit. Microsoft hat jetzt bekannt gegeben, dass sie ihre Cortana-Apps für iOS und Android einstellen wird und das ab Anfang 2020. Wer also auf den Dienst gesetzt hat, auf den beiden Smartphone-Plattformen, wird das in Zukunft, zumindest in Deutschland, Großbritannien, Kanada und Australien, Mexiko, China und Spanien und Indien nicht mehr tun können. Ja, überraschenderweise kam gestern wieder mal ein iOS-Update. Was da genau drin war, war Mail und Nachrichten. Irgendwie gab es da Probleme anscheinend. Ich hätte keine bemerkt, aber ja, Updates sind immer gut. Und ja, installieren macht vorher ein Backup. Aber noch überraschender hat Apple ein Event bekannt gegeben, und zwar ein Dezember-Event. Am 2. Dezember 2019 findet ein App- und Game-Event von Apple statt und jetzt gehen natürlich die ganze Gerüchteküche wieder um. Was könnte Apple da vorstellen? Apps, Spiele, Plattform für irgendwelche Entwickler, die da Neuigkeiten präsentieren dürfen? Oder bekommen wir jetzt endlich doch das Super-Abo über alle Apple-Dienste hinweg? Das wird ja schon lange gemunkelt, dass man für den Betrag X sowohl Musik, Video und Arcade, also Spiele, sich zusammenklicken kann. Wir dürfen gespannt sein, bis zum 2. Dezember geht's ja nicht mehr so lang. Wenn wir gerade bei Streaming
sind. Disney Plus ist ja letzte Woche gestartet, hat auf einen Schlag 10 Millionen Kunden generieren können, wie man so als erste Zahlen gehört hat. Und jetzt, ja, nach ersten Ruckeln und Problemen gab es jetzt auch schon die ersten Verkäufe. Man kann für zwischen 3 und 11 Dollar sich Disney Plus Accounts shoppen in diesem bösen Internet. Ja, da ist anscheinend kein Hack auf der Datenbank oder beim Dienst Disney, sondern das soll auf andere Phishing-Attacken oder über andere Phishing-Attacken passiert sein. Wie schnell das Disney beheben wird, das werden wir sehen. Und ja, bis wir soweit sind, also zumindest Deutschland, geht's ja noch ein Weilchen. 31. März 2020 wird das Ganze ja dann auch in Deutschland starten. Ich hoffe, die Schweiz ist da bald auch mit dabei. In diesem Sinne, das war's mit den Neuigkeiten für den heutigen Tag. Heute mal wieder live eingesprochen. Ich wünsche euch einen guten Start in diesen Tag. Wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder. In diesem Sinne, bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.